Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Montag gegen Eintracht Braunschweig. Anstoß ist 20.30 Uhr. Ich begrüße unseren Cheftrainer Timo Schulz, der diesmal von zu Hause aus zugeschaltet ist, denn heute ist trainingsfrei. Und natürlich begrüße ich auch unsere Journalisten, die ebenfalls per Video zugeschaltet sind. Sie können ihre Fragen in den Chat schreiben. Ich werde sie dann vorlesen. Timo, beginnen wir natürlich mit der obligatorischen Frage zu Eintracht Braunschweig. Was hast du zum Gegner zu erzählen? Wo liegen die Stärken? Ja, guten Morgen erstmal in die Runde. Ich denke mal, es hat ja jeder mitbekommen, dass es in Braunschweig auch Corona-Fälle gibt, dass auch mein Kollege betroffen ist. Von daher möchte ich als allererstes den Betroffenen gute Besserung wünschen, beziehungsweise ihnen wünschen, dass die Symptome nicht so stark oder gar nicht auftreten. Das gab es dann ja in der Vergangenheit auch ab und zu mal. Ich denke, das ist das Wichtigste, auch in der Vorbereitung zu so einem Spiel. Das wünscht man natürlich keinem. Wie gesagt, ich hoffe, dass das da alles glimpflich verläuft und die Jungs und der Trainer schnellstmöglich wieder auf dem Damm sind. Gesund vor allem. Zum Spiel kann man nur sagen, dass die Braunschweiger ähnlich wie wir, glaube ich, nach dem Winter eine deutlich bessere Rolle spielen, haben sich defensiv extrem stabilisiert, auch ähnlich wie wir durch ein paar externe Neuzugänge, aber auch dadurch, dass sie ihr System gefunden haben und ja, holen so, wie das Eichhörnchen sagt ja mal immer so schön, holen sie Punkt für Punkt, gewinnen dann auch ihre Spiele zu Hause. Von daher denke ich schon, dass sie ähnlich wie wir vom Trend her voll dabei sind und spricht ja auch dann für sie, dass sie überm Strich sind. Und ich denke mal, das sollte auch ihr Anspruch sein, in den nächsten Wochen weiterhin gut zu punkten. Wie sie genau personell auflaufen, sie haben zwei gelb gesperrte Spieler, die sie ersetzen müssen, wo es vielleicht zu Verschiebungen kommt. Sie haben Stand heute, glaube ich, auch zwei Spieler, die aufgrund dieser Corona-Fälle nicht antreten dürfen. Ja, ist für uns dann natürlich auf der einen Seite ein bisschen schwerer in der Spielvorbereitung, auf der anderen Seite glaube ich, können wir auch mit dem nötigen Selbstvertrauen in das Spiel reingehen, dass wir unseren Stiefel spielen, dass wir das machen, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat. Und dann, glaube ich, dann haben wir auch eine Chance zu gewinnen. Vielen Dank, Timo. Du hast es bereits angesprochen, die Corona-Fälle. Dahingehend haben die Journalisten direkt die Fragen. Fangen wir an mit Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt. Er fragt, trotz der drei bestätigten Corona-Fälle bei den Braunschweigern soll das Spiel bisher stattfinden. Wie bewertest du das? Ja gut, ich meine, wir Vereine haben alle ein Hygienekonzept. Jetzt war letzte Woche eine länderspielfreie Pause und wir haben es bei uns ja auch so gemacht, dass wir dann, bevor wir uns das erste Mal wieder getroffen haben, dass wir dann erstmal wieder einen Corona-Test gemacht haben, ohne dass wir uns sehen, um dann nach eben dem negativen Testergebnis zur Callout zu gehen. Und ich denke mal, ohne dass ich es so im Detail weiß, das wird bei den Braunschweigern ähnlich gewesen sein. Da sieht man eben, dass auch wir wir Bundesliga-Beteiligten irgendwo nicht vor der Gefahr gefeit sind, dass es uns mal erwischen kann. Und dadurch, dass sie, glaube ich, da alles, was das Hygienekonzept angeht, eingehalten haben und der Rest der Truppe dann eben unversehrt geblieben ist, können sie weiter trainieren. Das entscheidet ja jedes Gesundheitsamt für sich. Und von daher brauche ich das gar nicht weiter bewerten. Das ist Tatsache. Ich bereite mich darauf vor, dass wir am Montag ein Spiel haben gegen Eintracht Braunschweig. Und ich gehe davon aus, dass sie auch mit 11 Spielern auf dem Platz stehen werden und auch an der Linie einen liebenden Trainer haben, der die Jungs coacht. Von daher macht das jetzt für mich in der Vorbereitung nicht den Riesenunterschied. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Dahingehend hatte Michael Ackermann die Frage, ob es jetzt Auswirkungen auf die Vorbereitung hat. Hast du aber direkt schon mit beantwortet. Dann kommen wir direkt gleich zur nächsten Frage von Michael Ackermann. Heute ist frei. Wie werdet ihr bis Montag weiter trainieren? Ja, ist ja, wenn wir es irgendwie hinkriegen, ist in der Regel so, dass wir 3 Tage vorm Spiel frei machen. Ist jetzt, diese Woche hat das sehr gut geklappt, weil wir auch eine Länderspielpause hatten, weil die Woche lang ist. Wir haben bisher sehr intensiv trainiert, sehr viel in den Umschaltphasen gewesen und werden dann ab morgen früh, also ab Samstag früh, gezielt auf Braunschweig hin trainieren, werden wieder weiter an unseren Abläufen arbeiten, werden weiter gucken, wo wir in einzelnen Spielphasen vielleicht noch das eine oder andere verbessern können. Und von daher 3 Tage noch Zeit. Montag früh werden wir auch noch mal trainieren, bevor wir dann ins Tageshotel gehen. Vom Ablauf her, also genauso wie vorm Derby oder vor Paderborn. Dann blicken wir nochmal zurück. Und zwar fragt Carsten Harms, wie sehr ärgert dich heute die Niederlage im Hinspiel, die euch damals ein gutes Stück weiter in die Krise gestürzt hat? Ja, nicht nur ein gutes Stück weit, sondern das war schon ein bisschen der Tiefpunkt, muss man ganz klar sagen. Eigentlich hat der Spielverlauf damals für uns gesprochen. Wir haben relativ schnell ein Tor geschossen durch Maximilian Dittgen. Und dann ist das Spiel von uns eigentlich von Minute zu Minute schlechter geworden. Ich glaube,
Die Jungs kennen mich mittlerweile, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man alles in die Waagschale wirft, wenn man wirklich Gas gibt, wenn man versucht, was zu kreieren, dann kann man auch ein Spiel verlieren, das gehört dazu. Aber in dem Spiel waren wir irgendwann komplett im Fehlervermeidungsmodus, haben uns überhaupt nichts mehr getraut. Und ja, die Braunschweiger haben es einfach geschafft, uns so ihren Stempel aufzudrücken. Und dementsprechend haben wir das Spiel dann vollkommen verdient verloren. Das muss man dann am Ende auch so hinnehmen. Und ja, am Ende war das vielleicht dann auch nochmal der letzte Schuss vom Bug, den wir gebraucht haben, weil danach war uns klar, dass es so dann in der Art und Weise vielleicht dann nicht so weitergehen kann, dass wir in der Analyse noch ein bisschen härter, ein bisschen konsequenter sein müssen. Und ja, trotzdem glaube ich, dass meine Mannschaft, die diese Niederlage damals relativ gut weggesteckt hat und wir uns trotzdem weiter auf unsere Inhalte fokussiert haben, dran geblieben sind und dass wir dann eben auch als Mannschaft und als Verein daraus unsere Lehren gezogen haben. Dann kommen wir einmal zum Personal. Dahingehend gibt es gleich mehrere Fragen. Fangen wir an mit Nils Weber. Omar hat am Mittwoch ausgesetzt. Was war der Hintergrund? Ist er angeschlagen? Ja, Omar hatte so leichte Probleme an der Hüfte. Da hat er sich aufgrund eines Sturzes so ein bisschen verletzt. Das ging aber gestern schon wieder einwandfrei. Heute ist frei, also da mache ich mir gar keine Gedanken. Der wird auf jeden Fall morgen wieder trainieren können. Bei Afis war es eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das ist ja häufiger so, dass man sagt, komm, machst nur die Hälfte des Trainings mit. Simon ist voll im Plan, hat gestern schon wieder trainiert und wird, denke ich mal, auch Samstag, Sonntag mittrainieren können. Ob das dann schon 100% Training ist, das müssen wir schon Tag zu Tag entscheiden. Der Fuß reagiert immer noch ein bisschen. Er ist, glaube ich, noch nicht so 1000% stabil. Zumindest hat das so den Anschein gemacht und auch in der Kommunikation mit ihm. Aber die sind eigentlich beide auf einem sehr guten Weg. Dann gibt es trotzdem nochmal die Nachfrage bei Afis. Er hat gehumpelt. Nachfrage Der kam läuft, von glaube ich, Micha immer Ackermann. so. Er zieht ja immer so, hat man das Gefühl, so ein Bein nach. Also er hat ein bisschen Adduktorenprobleme, aber das war wirklich alles im Rahmen. Wie gesagt, er hat auch schon wieder voll trainiert jetzt und da brauchen wir uns keine Gedanken machen, genauso wie bei Rio. Das ist ein Tritt aufs Schienbein gewesen. Christian Fiet hat da einfach mal geguckt, ob das alles hält bei ihm. Der konnte danach ja auch voll mittrainieren. Eric Smith wird am Samstag wieder ins Training einsteigen. Wie gesagt, auch nicht zu 100%, aber da ist zumindest der Plan, dass er dann wieder bei uns, bei der Mannschaft dabei ist. Und Sebastian Olsson, glaube ich, ist auch schmerzfrei, wenn ich das so richtig weiß. Der ist aber noch nicht trainingsfähig. Da werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen vorsichtiger sein. Das habe ich ja schon in Osnabrück gesagt. Das ist jetzt für die Heilung und fürs Einschätzen eine nicht so optimale Stelle. Gut, vielen Dank, Timo. Dann hast du direkt auch schon alle Fragen, Personalfragen einmal abgehandelt, ohne dass ich sie vorgelesen habe. Aber es ist ja dann auch selbsterklärend gewesen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Carsten Harms, der fragt, wer ist der erste Anwärter darauf, Sebastian Olsson zu ersetzen? Ist auch die Rückkehr zu einer Dreier-Abwehrkette eine Option? Ja, grundsätzlich glaube ich, wenn ich jetzt kurz- und mittelfristig denke, sind wir in unserem System momentan sehr gut dabei. Die Jungs haben ihre Sicherheit. Aber wenn man als Trainer dann vielleicht nochmal überlegt, auch ein zweites System dabei zu haben, einfach um ein bisschen flexibel zu sein, vielleicht auf den Gegner reagieren zu können, dann wird das zweite System definitiv die Dreierkette sein, ne? Und da hat man dann die Option, vielleicht auch die Außenbahn ein bisschen offensiver zu besetzen, eher mit offensiven Spielern, statt mit klassischen Viererkettenspielern. Der erste Anwärter jetzt im jetzigen System, ja, das wird sich zwischen Luka Zander und Janis Wiekow entscheiden. Da müssen wir mal gucken. Sind beide gut drauf? Das hört sich auf jeden Fall gut an. Dann die Frage von Michael Ackermann. Attacke oder Vorsicht? Wie lautet die Devise für Montag? Was denkst du? Mit Ja, Sicherheit ist klar. Attacke. Also wir spielen zu Hause, sind zwar keine Zuschauer da leider, aber natürlich spielen wir nach vorne. Also wir haben, glaube ich, in den letzten Spielen immer eine ganz gute Mischung gefunden, wo wir wirklich den Gegner attackieren, pressen, versuchen, hohe Ballgewinne zu haben, um dann aber auch mal vielleicht aus einer tieferen Grundordnung ins Umschalten zu kommen. Wir können das beides. Wir haben für beide Spielphasen haben wir gute Spieler auf dem Platz. Müssen auch ein bisschen gucken, was Braunschweig uns anbietet. Sie stehen zwar defensiv kompakt, aber haben jetzt auch gerade gegen Karlsruhe häufiger mal vorne angelaufen. Das hängt ja auch mal ein bisschen vom Gegner ab. Ne? Osnabrück hatten wir halt die Spielkontrolle, weil Osnabrück das aber eben auch so wollte. Und was die Braunschweiger uns anbieten, das werden wir am Montagabend sehen. Dann die nächste Frage von Carsten Harms. Bedauerst du angesichts eurer positiven Entwicklung in den vergangenen 3 Monaten, dass die Saison jetzt nur noch 8 Spieltage hat?
Jein, also auf der einen Seite macht das natürlich Spaß mit den Jungs und ich habe auch das Gefühl, dass wir uns wirklich so in ganz vielen Bereichen so von Spiel zu Spiel weiterentwickeln. Von daher sehen wir diese 8 Spiele jetzt wirklich auch noch als Chance, die nächsten Schritte zu gehen. Natürlich ist man dann immer mit dem Auge noch dabei, dass man sagt, oh, noch 2, 3 Spieltage mehr, wir sind gerade gut drauf. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite weiß ich eben auch, dass wir keine Winterpause hatten letztes Jahr. Durch den Corona-Break, die Jungs sind dann wirklich 1,5 Jahre mehr oder weniger komplett am Durchbrettern und die brauchen die Sommerpause. Und die fällt dieses Jahr schon kurz genug aus. Von daher, wir nutzen das einfach, um als Mannschaft noch weiter vorwärts zu kommen in den 8 Spielen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Haben ja hinten raus auch noch wirklich ein paar richtig gute Spiele gegen Gegner, für die es dann wahrscheinlich auch noch um den Aufstieg geht. Von daher, wir genießen das jetzt gerade. Wir sind hungrig. Wir haben Bock auf Spiele. Wir haben Bock darauf zu gewinnen. Und wenn wir das bis Ende Mai hochhalten können, glaube ich, dann wird die Saison ein gutes Ende finden und dann geht man, glaube ich, auch mit einem sehr guten Gefühl in die neue Saison nach einer Pause. Du hast eben schon den Endspurt quasi angesprochen. Dahingehend hat Nils Weber die Frage: Wie siehst du die Zielsetzung für den Endspurt? Zählen nur Ergebnisse oder ab wann geht es auch um Entwicklung, Entschuldigung, für die Zukunft, da ja nicht alle Spieler über den Sommer hinaus bleiben werden und vielleicht der ein oder andere Daschner zum Beispiel mehr zum Zug kommen könnte? Ja, das ist tatsächlich, was in meinen Überlegungen eine Rolle spielt, dass wir natürlich gucken müssen, wie können wir die Belastung, also gar nicht mal unbedingt jetzt perspektivisch schon auf das Jahr drauf, sondern wie können wir die Belastung vernünftig steuern, weil wir jetzt natürlich 2 Spiele haben und danach direkt in eine englische Woche gehen. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass wir ab und zu mal ein bisschen durchtauschen werden. Aber dann sprechen wir nicht von 7, 8 Positionen, sondern von vielleicht 2 oder 3. Und dementsprechend werden alle Spieler zum Zug kommen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, als das in den letzten Wochen der Fall war, aber auch da müssen wir gucken. Jetzt kommen die ersten Sperren kommen jetzt demnächst dazu. Ja, so das eine oder andere Wehwehchen ist dabei. Wie gesagt, dann landen wir in der englischen Woche. Es wird schon jeder Spieler seine Einsatzzeiten kriegen. Es wird jeder Spieler gebraucht. Aber am Ende werden wir auch immer versuchen, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu kriegen. Und da liegt es eben auch an jedem Spieler, sich im Training oder in den Spielen so anzubieten, dass ich als Trainer sagen muss: Okay, der hat sich's verdient, von Anfang an zu spielen. Der drängt sich einfach so brutal auf, dass ich nicht mehr an dem vorbeikomme. Ja, es wird keine Geschenke geben. Du hast eben schon die Entwicklung angesprochen. Michael Erkermann fragt, wird Smash auch mal spielen dürfen? Ja, das ist jetzt eine Position, die wir tatsächlich noch nicht so besprochen haben. Aber wenn ich jetzt sage, dass alle Spieler die Möglichkeit haben, sich im Training aufzudrängen, dann zählen natürlich auch die Torhüter dazu. Bleiben wir bei Michael Erkermann. Er hat noch die Frage, bedeutet ein Sieg am Montag den Klassenerhalt? Bei in Mathe war ich wirklich nie gut. Aber wenn ich jetzt so die letzten Jahre gucke und unsere Punktzahl und den Abstand nach unten, dann glaube ich, dass man mit dem Sieg wahrscheinlich wirklich einen Haken dahinter machen könnte. Aber wir haben ja noch nie irgendwie das Ziel Klassenerhalt ausgegeben oder wir wollen unter die ersten 5 kommen oder so, sondern wir gucken von Spiel zu Spiel. Und das hört sich immer doof an und ich weiß, dass es für euch auch langweilig ist. Aber in unserer jetzigen Situation ist das wirklich das beste Mittel, was wir wählen können. Und wenn wir gegen Braunschweig gewinnen, dann haben wir wieder 3 Punkte mehr auf dem Konto. Aber dadurch ändert sich ja unsere Situation nicht, dass wir die Woche danach nach Aue fahren. Und von daher ist es dann vielleicht rein planerisch für Andreas und so ist es dann noch klarer, aber ich glaube, die Tendenz jetzt ist schon sehr positiv. Von daher sind wir da auf der Seite vielleicht auch mal so arrogant zu sagen, dass wir das schon hinkriegen. Jürg Naroska fragt, wie baut ihr eure Nationalspieler ein? Brauchen die eine Pause oder müsst ihr die auch erstmal isolieren wegen potenzieller Corona-Gefahr? Ist tatsächlich ein sehr kompliziertes Thema, was man dann als Trainer vielleicht auch gar nicht immer so auf dem Zettel hat. Es ist natürlich so, dass die Jungs auch bei ihren Nationalmannschaften extrem abgeschottet werden. Darüber hinaus ist ja alleine die UEFA auch noch dabei, dass sie wirklich dafür sorgen, dass permanent diese Corona-Tests gemacht werden bei jeder Reise in den Hotels. Und wenn sie dann zurückkommen, ist auch das Erste, was sie machen vom Flughafen, dass sie bei uns einen Corona-Test machen. Und dann warten wir natürlich die Tests ab und erst danach können sie dann wieder zur Mannschaft stoßen. Also ich glaube, da sind wir wirklich schon sehr, sehr vorsichtig und auch durch unsere medizinische Abteilung um Volker Carrero wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Von daher hat das bis jetzt da noch nie wirklich Beeinträchtigungen gegeben. Ist natürlich jetzt für mich als Trainer sehr unterschiedlich zu gucken. Leat hat kaum gespielt, eine Halbzeit im Testspiel, danach ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen. Da gehe ich also davon aus, dass die Akkus mehr oder weniger aufgeladen sind.
Bei James war es dann ein bisschen mehr hin und her. Der war da in Belgien, hat gespielt. Dann war er wieder kurz 2 Tage in Hamburg, bevor er dann wieder zur Nationalmannschaft geflogen ist. Ich glaube, dass das auch alles wirklich sehr gut geklappt hat. Da sind wir auch wirklich in der Kommunikation mit den jeweiligen Nationalmannschaftsbetreuern wirklich sehr, sehr gut unterwegs, die dann auch wirklich alles möglich gemacht haben, um die Spieler möglichst stressfrei zu den Nationalmannschaften hinzubringen und wieder zurückzulassen. Von daher ist das wirklich sehr kommunikativ gewesen, sehr, sehr viele Kompromisse eingegangen von beiden Seiten, sodass James dann auch rechtzeitig wieder da war. Der hat gestern sogar schon wieder mittrainiert, hat heute dann dementsprechend auch frei. Der hat natürlich 90 Minuten gespielt, aber der macht körperlich momentan einen sehr stabilen Eindruck. Und ich gehe davon aus, durch den freien Tag und dadurch, dass wir Samstag, Sonntag, Montag eben kaum noch intensiv trainieren, dass der da auch wirklich bei 100% ist. Dann fragt Oliver Jensen von der dpa, was hältst du von dem Solidaritätsgedanken, wegen dem die Delegationen beider Mannschaften dem Stadion fernbleiben? Ja, muss ich ehrlich zugeben, habe ich dann auch gestern irgendwo so nebenbei gelesen. Finde ich, das ist eine schöne Aktion und unterstützt dann auch nochmal das, wofür wir als Verein stehen wollen auch. Ich glaube, der perfekte Ansprechpartner für diese Themen ist unser Präsident Oke, den es ja auch direkt betrifft und der auch dann in dem Gebiet deutlich mehr drauf hat als ich. Ich muss aber sagen, dass ich die Anfeuerungsrufe vom Aufsichtsrat und vom Präsidium und von allen, die dann immer da waren, schon zur Kenntnis genommen habe. Und ich glaube auch, dass das so im Rahmen der Möglichkeiten die Jungs immer noch ein bisschen auch gepusht hat oder ihnen zumindest ein bisschen Vertrauen gegeben hat. Dann einmal in die Runde gefragt, habt ihr weitere Fragen? Weil bislang sind noch, ja, ich sehe es gerade, Nils, wir warten noch. Wir gehen übrigens am Sonntag nach dem Training nicht ins Hotel, sondern erst Montag, falls die Frage noch kommt. Da ist auch schon die Frage von Nils Weber. Du hast davon gesprochen, dass sich Spieler im Training aufdrängen müssen, die in die Startelf und den Kader wollen. Eine Länderspielpause bietet sich dafür an. Warst du zufrieden diesbezüglich mit dem Einsatz? Ja, ich glaube, einige von euch waren ja auch in Bielefeld. Wo die Mannschaft wirklich, finde ich, einen sehr ordentlichen Auftritt hingelegt hat. Jeder Spieler wirklich sehr engagiert war. Die Jungs auch gezeigt haben, dass sie Bock auf so ein Testspiel haben. Die Trainingswoche danach, muss ich sagen, war wirklich richtig gut. Von der Intensität, von der Qualität. Von daher kann man schon sagen, dass die Jungs sind gut drauf. Die Jungs haben Bock. Die Jungs sind eigentlich von Tag zu Tag, hat man das Gefühl, fitter und wollen mehr. Da spielt natürlich auch die Siegesserie zuletzt eine Rolle, dass sie einfach auch mehr Selbstvertrauen getankt haben. Es ist aber so, dass das zählt eben für fast alle Spieler, ne? Und gerade auch die Spieler, die schon in der Startelf waren zuletzt, bieten wirklich richtig was an. Und von daher überlegt man sich als Trainer dann natürlich das immer zweimal oder dreimal, ob man wechseln will. Dann reicht es vielleicht auch nicht, als Spieler, der hinten dran ist, einfach nur genauso gut zu sein. Da muss ich vielleicht im Training auch mal wirklich besser sein und nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Und ich glaube, das haben die Jungs, die hinten dran sind, verstanden. Und keiner lässt sich hängen. Im Gegenteil, verhalten sich alle höchst professionell und pushen sich alle gegenseitig. Und ich glaube, dass das am Ende auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis der letzten Wochen ist, dass sich eben keiner ausruhen kann und dass die Jungs, die man da mal reinschmeißt, ob es dann von Anfang an ist oder im Laufe des Spiels, wirklich nochmal Akzente setzen können. Ne? Und jeder Spieler hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Momentan in den letzten Wochen hat es so, wie es gelaufen ist, ganz gut zusammengepasst. Aber Veränderungen bieten ja auch immer eine Möglichkeit als Chance auf wirklich nochmal vielleicht Weiterentwicklung. Von daher ist man als Trainer immer da zu gucken, was können wir als Mannschaft verbessern, was kann jeder Einzelne verbessern und mit der Art und Weise, wie die Jungs das machen im Training, bin ich sehr zufrieden. Sehr gut. Gibt es dann noch weitere Fragen von euch? Gerne ein Handzeichen geben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank euch noch. Anne, mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, mein Bild ist falsch rum. Kann das sein? Im Hintergrund? Nein. Nee? Alles gut. Sehr gut. Man kann es sehr gut lesen. Kein Platz für Rassismus. Perfekt. Bei mir wird das falsch rum angezeigt. Ich wünsche euch allen einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.